Ist das auch so langweilig? Also dieses Zuhausebleiben ist überhaupt nicht meine Ding. Aber wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Spielen wir ein Spiel miteinander. Ich werde euch ab sofort jede Woche ein Märchen vorlesen oder erzählen. Und in dieses Märchen verstecke ich ein falsches Zitat. Ein Zitat aus einem anderen Märchen. Und wenn ihr herausfindet, aus welchem Märchen dieses andere Zitat ist, dann malt mir ein Bild zu dem anderen Märchen und schickt es mir zu. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht könnt ihr sogar etwas gewinnen. Bereit? Habt ihr Lust? Okay, ich bin schon ganz aufgeregt. Oh. Aber eine Sekunde. Oh weh, was sein muss, muss sein. So, und nun, es geht los. Oh, Entschuldigung. Falsches Schild ist für mein Herrchen. Aber jetzt. So. Es war einmal ein armer Bauer. Der hatte kein Land, nur ein Häuschen und eine Tochter. Eines Tages sprach die Tochter, wir sollten den König um ein Stück Land bitten. Als der König von ihrer Armut hörte, schenkte er ihnen ein Stück Land. Das gruben sie um, denn sie wollten Korn darauf säen. Als sie fertig waren, fanden sie in der Erde einen Mörser aus purem Gold. Unser König ist so gnädig gewesen und hat uns diesen Acker geschenkt. Wir müssen ihm den Mörser geben, sagte der Vater zu dem Mädchen. Die Tochter aber sagte, Vater, wenn wir den Mörser geben, so müssen wir auch den Stößel herbeischaffen. Darum schweigt lieber still. Er wollte aber nicht hören, nahm den Mörser und trug ihn zum König. Der König fragte, ob er nichts mehr gefunden hätte. Es müsse auch ein Stößel dabei gewesen sein. Nein, antwortete der Bauer, den haben wir nicht gefunden. Aber das half ihm nichts. Er wurde ins Gefängnis gesetzt und sollte so lange da sitzen, bis er den Stößel herbeigeschafft hätte. Die Bedienten mussten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man eben so im Gefängnis kriegt. Da hörten sie, wie der Mann immer schrie, ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Das kam dem König zu Ohren und er ließ den Mann vor sich kommen und fragte ihn, warum er immer zu schrie, ach, hätte ich doch auf meine Tochter gehört. Weil meine Tochter gesagt hat, ich sollte den Mörser nicht herbringen, sonst müsste ich auch den Stößel herbeischaffen. Oh, habt ihr so eine kluge Tochter? So lasst sie einmal herkommen. Aber sagt ihr, sie soll nicht gekleidet und nicht nackt sein, nicht geritten und nicht gefahren kommen, nicht in dem Weg und nicht außer dem Weg. Wenn sie das kann, so will ich sie heiraten. Die Tochter zog sich splitterfasernackend aus. Da war sie nicht gekleidet. Sie wickelte sich in ein großes Fischernetz. Da war sie nicht nackend. Sie besorgte einen Esel und band ihm das Netz an den Schwanz. So musste er sie fortschleppen. Das war nicht geritten und nicht gefahren. Er musste sie aber in der Fahrspur schleppen, so dass sie nur mit der großen Zehe auf die Erde kam. Und das war nicht in dem Weg und nicht außer dem Weg. Als sie so daherkam, sagte der König, sie hätte das Rätsel getroffen und es wäre alles erfüllt. Er ließ ihren Vater frei und nahm sie zur Gemahlin. Nun waren etliche Jahre herum. Da trug es sich zu, dass zwei Bauern in einer Wirtschaft in Streit gerieten.
Der eine hatte zwei Pferde und eins davon bekam ein Fohlen. Das lief weg und legte sich zwischen die Ochsen eines anderen Bauern. Nun sagte der Ochsenbauer, seine Ochsen hätten das Fohlen gehabt und dieser seine Pferde hätten das Fohlen gehabt. Der Zank kam vor den König. Er entschied, wo das Fohlen gelegen hätte, da solle es bleiben. Also bekam es der Ochsenbauer, dem es doch gar nicht gehörte. Der andere aber ging weg und weinte und lamentierte über sein verlorenes Fohlen. Nun hatte er gehört, dass die Frau Königin so gnädig wäre und weil sie auch von armen Bauersleuten gekommen wäre, sich auch um diese kümmere. Er ging zu ihr und bat sie um Rat. »Ja«, sagte sie, »wenn ihr mir versprecht, dass ihr mich nicht verraten wollt, so will ich euch sagen, morgen, wenn der König auf der Wachtparade ist, stellt euch auf die Straße, wo er vorbeikommen muss. Nehmt ein Fischernetz und tut, als fischet ihr, und schüttet auch das Netz aus, als ob ihr es voll hättet.« Sie sagte ihm auch, was er antworten sollte, wenn er vom König gefragt würde. Also stand der Bauer am anderen Tag da und fischte auf einem trockenen Platz. Nun kam der König vorbei, zuerst an einem Apfelbäumchen. Und dieses Apfelbäumchen sprach, »Rüttle mich, schüttle mich, meine Äpfel sind allesamt reif.« Und der König schritt weiter und sah den Knaben mit seinem Fischernetz. Und wie er so vorbeikam, schickte er seinen Läufer hin. Der sollte ihn fragen, was der närrische Mann davor hätte. Der gab zur Antwort, ich fische. Der Läufer fragte, wie er fischen könne, es wäre doch kein Wasser da. Und der Bauer antwortete, so gut wie zwei Ochsen ein Fohlen kriegen können, so gut kann ich auf einem trockenen Platz fischen. Als der König die Antwort hörte, ließ er den Bauern vor sich kommen und sagte, diese Antwort hätte er nicht von sich, von wem er sie wohl hätte. Der Bauer wollte es nicht zugeben, aber sie plagten ihn so lange, bis er bekannte, dass er es von der Königin hätte. Als der König nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau, warum bist du so falsch zu mir? Ich will dich nicht mehr zu gemahlen. Unsere Zeit ist um. Geh wieder zurück in dein Bauernhäuschen. Doch erlaubte er ihr, sich das Liebste und Beste mitzunehmen, was sie wüsste. Ja, lieber Mann, sagte sie, wenn du es so befiehlst, so will ich es auch tun. Und sie küsste ihn und sprach, sie wolle zum Abschied ein Glas Wein mit ihm trinken. In sein Glas Wein machte sie aber einen kleinen Schlaftrunk und verabreichte ihn ihm. Als er diesen Trunk zu sich genommen hatte und eingeschlafen war, da ließ ihn die Königin von den Dienern in einen Wagen tragen und fuhr mit ihm heim in ihr Häuschen. Und da legte sie ihn in ihr Bett. Der König wachte erst am nächsten Morgen auf und wusste gar nicht, wo er war. Er rief nach seinen Bedienten, aber es war keiner da. Endlich kam seine Frau vors Bett und sagte, »Mein lieber Herr König, ihr habt mir erlaubt, das Liebste und Beste aus dem Schloss mitzunehmen. Nun habe ich nichts Besseres und Lieberes als dich. Also habe ich dich mitgenommen.« Dem König stiegen die Tränen in die Augen und er sagte, »Liebe Frau, du sollst mein sein und ich dein.« Und er nahm sie wieder in sein Schloss und ließ sich aufs Neueste mit ihr vermählen.
Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch glücklich heute. Howie, habt ihr herausgefunden, welches falsche Zitat ich habe versteckt? Ah, gut, dann malt ein Bild und schickt es an diese Adresse. Oder euer Papa oder die Mama macht ein Foto von dem Bild und schickt es an diese Adresse. Aue, recht herzlichen Dank und bis nächste Woche. Miau.